Danke fürs Ruhigwerden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion zur Europawahl 2024. Wir freuen uns, dass Sie es alle geschafft haben, hierher zu kommen. Und ebenfalls freuen wir uns darüber, dass unser Oberbürgermeister, Herrn Thomas Spieß, anwesend sein wird, der uns einleitend zu dieser Podiumsdiskussion ein kleines Grußwort mitgeben wird. Tag. Schön, dass ihr da seid und erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt klug gewählt. Als ich noch zur Schule ging, wäre die SV, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen. Es hätte allerdings auch der Schulleiter nicht erlaubt, weil das wäre ja politisch gewesen. Da kriegte der immer Angst, wenn es so wurde. Also dass es das heute gibt, finde ich erstmal eine ganz tolle Sache. Das haben wir hier, ich kann mich gar nicht entsinnen, wann es das letzte Mal so eine Veranstaltung von Schülervertretungen gegeben hat. Ganz herzlichen Dank, dass ihr das macht und ganz herzlichen Glückwunsch an euch, dass ihr euch so eine schlaue Schülervertretung gewählt habt. Bisschen interessant finde ich, dass hier geht es zu wie in der Schule, die vorderen Reihen bleiben alle leer. Hat euch keiner gesagt, dass nachher die aus den letzten Reihen den Fragebogen ausfüllen müssen? Okay, Entschuldigung, Scherz beiseite. Dass ihr hier seid, spricht ja schon mal dafür, dass ihr euch für Europa und die Europawahl interessiert. Und dazu zweiter Glückwunsch, dass nämlich auch die 16- und 17-Jährigen bei der Europawahl wählen dürfen. Das finde ich eine sehr gute Sache. Und persönlich muss ich sagen, ich fände es auch gar nicht so falsch, wenn ihr das auch bei der Bundestagswahl und bei der Landtagswahl und bei der Kommunalwahl machen dürftet, weil das Ergebnis von Wahlen ist ja viel mehr eure Zukunft als meine. Also ihr dürftet im Schnitt ungefähr etwas mehr als 40 Jahre jünger sein als ich. Das heißt, ihr müsst 40 Jahre länger aushalten als ich. Und da sollte man doch mitreden können, wie das in Zukunft gemacht wird. Und ein drittes, und dann lasse ich euch auch in Ruhe. Als mein Vater so alt war wie die Jüngsten von euch, ging der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende. Der hatte in der Schule noch Lieder gelernt mit einem Text wie »Siegreich wollen wir Frankreich schlagen«. Das war der Erbfeind, gegen den man aufrüstete. Als ich so alt war wie ihr, da gab es in Europa noch Grenzen, wo man mindestens mal einen Pass vorzeigen musste und wo das eine ganze Weile dauerte. Ich erinnere mich nochmal, 5 Stunden an der Grenze zu Belgien im Stau zu stehen, und das war damals keineswegs die längste Zeit. Und wenn man als Jugendlicher mit Menschen aus anderen europäischen Ländern zu tun haben wollte, dann ging das sowieso nur in die Richtung Westen, weil in Richtung Osten war ja eine Mauer, da kam man überhaupt nicht durch oder nur ganz schwer. Und eigentlich kann man da nur hin, jedenfalls viele konnten sich das gar nicht anders leisten, als vielleicht über den Schüleraustausch, und dann kam der Lehrer mit und man musste auch gleich noch was dabei lernen und womöglich hinterher noch einen Aufsatz schreiben. Wenn man sich das heute anguckt, wie selbstverständlich ihr durch Europa fahren könnt und wie sich junge Menschen in England gerade darüber ärgern, dass sie das nicht mehr können, und wie man sieht, wie in England die Wirtschaft kaputt geht, weil sie genau nicht mehr diese Verbindung zu Europa hat. Und wenn man weiß, dass eure zukünftigen Arbeitsplätze, eure Möglichkeiten ja ein großes Stück daran hängen, dass wir das, was wir hier machen, leicht exportieren können. Und da sind Grenzen nicht hilfreich. Und wenn man sich überlegt, dass Europa ja für uns ganz viele Entscheidungen für alle trifft, mit denen man zufrieden sein kann oder nicht, darüber werdet ihr ja gleich noch eine Menge hören und diskutieren, dann wird jedem klar, obwohl das auf den ersten Blick so weit weg ist und obwohl es die Europaabgeordneten ja relativ wenige sind, sodass man die selten vor Ort sieht, bleibt einem gar nichts anderes übrig, wenn man mitreden will, was die eigene Zukunft angeht. Also wenn man seine Möglichkeit nutzen möchte, dafür zu sorgen, dass es in Europa friedlich zugeht, oder nicht, dass es gute Arbeitsplätze gibt oder nicht, dass Klimaschutz ordentlich vorangebracht wird oder nicht, dann hilft ja gar nichts, außer man geht erstmal am 9. Juni wählen. Und deshalb
Herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch entschieden habt, hierher zu kommen. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr überhaupt wählen dürft. Und herzlichen Glückwunsch zu einer SV, die euch so einen Termin organisiert. Und jetzt wünsche ich euch vor allen Dingen ganz viel Spaß, weil Politik, die nicht auch Spaß macht, ist einfach ätzend. Schönen Nachmittag. Vielen lieben Dank an die einleitenden Worte vom Oberbürgermeister. Und wie Sie eben schon angesprochen haben, am 9.6. sind die Europawahlen und zum ersten Mal dürfen Jugendliche ab 16 wählen. Um euch einen politischen Hintergrund zu geben, ein bisschen durch Medien ungefilterten Überblick zu geben, haben wir diese Podiumsdiskussion hier organisiert. Deshalb nochmal ein Dankeschön an unsere Politiker und Politikerinnen, die sich heute die Zeit für uns genommen haben, hier zu sein. Bei der letzten Bundestagswahl haben nur 70% der Wählerinnen zwischen 19 und 21 Jahren gewählt. Somit jeder Dritte nicht. Diese Stimme wurde eben nicht genutzt. Eine Stimme für Demokratie und um seine Meinung preiszugeben, um seine Meinung vertreten zu lassen. Das ist eine erschreckende Zahl und wir wollten das ändern und für Demokratie einstehen. Nun ein paar letzte Worte zum Ablauf. Unsere Themen für heute werden Sicherheitspolitik, Klimaschutz und EU der Zukunft sein. Das könnt ihr aber im Flyer auch nochmal nachlesen, genauso wie die Unterthemen. Durch diese kurzfristige Zusage von unserem AfD-Politiker Jan Nolte konnten diese Infos leider nicht mehr über den Flyer übertragen werden. Wir freuen uns trotzdem, dass alle Parteien vertreten sind. Alle Parteien, weil die CDU hat leider die Uhrzeit falsch gepeilt durch unseren Fehler und wird in 5 Minuten hoffentlich da sein. Nun, Ruhe bitte. Nun würden wir die Politiker einmal darum bitten, sich kurz vorzustellen und die Ziele der Partei in Bezug auf Europa einmal zu schildern. Ja, auch ich begrüße alle ganz herzlich. Freut mich, heute hier sein zu können. Jan Nolte ist mein Name. Ich habe auch gestern Abend erst erfahren, dass ich hier heute einspringe. Ich bin tatsächlich auch kein originärer Europapolitiker, sondern bin Bundestagsabgeordneter im Verteidigungsausschuss für die AfD. Es wurde eben schon gesagt, aber da natürlich auch ganz viele Berührungspunkte mit Europa. Für mich ist die europäische Ebene wichtig, auch für die Sicherheitspolitik. Sie wissen sicherlich, dass wir dagegen sind, dass alle Kleinigkeiten unseres Lebens irgendwie aus Brüssel gesteuert werden. Gleichwohl wissen auch wir, dass in dieser multipolaren Weltordnung, die jetzt Einzug hält, dass da einzelne Länder in Europa zu klein und zu schwach sind. Wir brauchen also in bestimmten Bereichen selbstverständlich Zusammenarbeit. Dafür wollen auch wir einen Staatsbund, der da zusammenarbeitet, wo es eben notwendig ist, aber die freien Vaterländer da ihre eigenen Entscheidungen treffen lässt, wo das eben angezeigt ist, Subsidiaritätsprinzip. Und einer dieser Bereiche ist die militärische Sicherheit. Europa muss strategisch autonom sein, muss sich selbst verteidigen können. Wir können nicht für alle Ewigkeit die Hände in den Schoß legen und sagen, die USA machen das schon. Von daher ist das einer meiner Europabezüge, finde ich, eine tolle Veranstaltung. Hier auch die verschiedenen Themen, was ich auch gut finde, dass wir nachher noch über die Polarisation in der Gesellschaft reden wollen. Das ist auch ein großes Thema, wie ich den Eindruck habe, dass wir immer mehr so Lager in unserer Gesellschaft haben, die kaum miteinander sprechen. Es polarisiert sich immer weiter, die Stimmung heizt sich auf, die Gesellschaft entsolidarisiert sich. Das hat sogar auch was mit Sicherheit zu tun, weil eine Gesellschaft, die sich entsolidarisiert, ist natürlich nicht resilient, kann schwerer zusammenhalten, wenn es gefragt ist. Von daher auch ganz wichtig, dass wir wieder lernen, vernünftig miteinander zu reden. Und da bin ich auch gespannt über die Wortbeiträge nachher zu diesem Thema. Ja, guten Tag, mein Name ist Kaina Köhler. Ich bin hier für die FDP und bin Europakandidatin auch dieses Mal. Ich war bereits 2019 Europakandidatin für den Kreis Marburg-Biedenkopf, jetzt auch für Mittelhessen. Ja,
Europa. Ich bin gleichzeitig auch engagiert für die FDP auf der europäischen Ebene bei der sogenannten Alliance of Liberals and Democrats for Europe, eine Organisation, eine Partei der FDP, die die liberalen und freiheitlichen Grundsätze auf europäischer Ebene versucht durchzusetzen. Und insoweit bin ich schon der Meinung, dass wir ein wunderbares Beispiel an einer großen Gemeinschaft, nämlich der europäischen, haben, für die es sich lohnt einzutreten und für deren Freiheit und Demokratie viele von uns, die dort vor allen Dingen auch bei der ALDE und in unserer Partei arbeiten, wirklich kämpfen. Denn nichts ist wichtiger, als dass wir in einer großen Nachbarschaft zusammenarbeiten, um die Ziele der Zukunft bewältigen zu können. Für uns steht dabei momentan ganz besonders im Vordergrund zum einen sicherlich die Sicherheitspolitik. Das ist nun ein Thema, was wir eigentlich ein bisschen bedauern, dass Sie als junge Leute jetzt damit konfrontiert werden müssen. Wir Erwachsenen, sag ich mal so, das hört sich ein bisschen doof an, aber hätten es natürlich gerne besser hinbekommen, dass wir jetzt in einem friedlichen Europa leben würden. Aber ich glaube, wir müssen einfach versuchen, das jetzt die nächste Zeit auch tatsächlich hinzubekommen. Ich bin schon der Meinung, dass wir auch Partner in Form der NATO und damit auch mit Amerika brauchen, um einfach eine große Stärke gegenüber anderen zu zeigen. Und zwar insoweit, dass wir damit auch die Zusammenarbeit mit anderen weiter betreiben können und dort auch ernst genommen werden. Wir wollen natürlich in der Außenpolitik weiter Bestrebungen vorantreiben, dass unter anderem auch die Entwicklungspolitik sich etwas ändert zugunsten dessen, dass wir mehr für Interessen unserer europäischen Partner und unseres Landes eintreten, dass man sozusagen mit den anderen gemeinsam Projekte betreibt, wo beide in Form einer Win-Win-Situation daraus hervorgehen. Wie Sie vielleicht wissen, war ja die Diskussion bezüglich des Themas auf Augenhöhe schon länger der Fall. Dieses wollen wir nicht mehr so betreiben. Zum anderen wollen wir natürlich auch den Klimaschutz, und zwar in Form von der Möglichkeit des Zugangs zur Wissenschaft, mit vorantreiben, nämlich dass wir insoweit dann die Technik und Forschung bestärken, Lösungen zu finden, um diese Problematik für uns zu lösen. Und zudem haben wir natürlich ein großes Interesse daran, den Freihandel weiterhin zu pflegen. Der Freihandel ist mit der Freizügigkeit eines der ganz wichtigen Dinge, die wir weiterhin betreiben müssen. Und natürlich in Ihrem Sinne Bildung auf europäischer Ebene ein Muss über alle Grenzen hinaus. Danke erstmal. Wir würden noch einmal kurz daran bitten, dass wir ein bisschen mit der Zeit knapp sind und dass Sie sich einfach kurz fassen könnten. Vielen Dank. Einen schönen guten Tag. Ich bin Angela Dorn. Ich komme aus Marburg. Ich bin Landtagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Hessischen Landtages. Das heißt, ich leite in Vertretung der Präsidentin auch mal die Sitzungen und sorge dafür Ruhe und Ordnung. Ich bin europapolitische Sprecherin der Landtagsfraktion. Also auch auf Landesebene braucht man sozusagen eine Zusammenarbeit mit Europa, weil es ja ganz, ganz viele Bereiche betrifft, die in der Kommune sind, auf Landesebene, auf Bundesebene. Ich war vorher Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Die CDU hat sich dann für einen anderen Koalitionspartner entschieden. Jetzt bin ich Abgeordnete. Ich habe drei Töchter, die sind alle jünger, als Sie es sind in diesem Raum, also können noch nicht wählen bei der Europawahl, aber kommen jetzt auch schon in die Pubertät. Zwei Kater, einen Mann, das bin ich. Wie genau die Reihenfolge wird immer ein bisschen belustigt wahrgenommen. Ich fürchte, die Aufmerksamkeit muss ich dann so ein bisschen besser verteilen. Warum bin ich gerne hier? Danke für die Veranstaltung. Ich finde es unglaublich wichtig, sich vor der Europawahl tatsächlich zu informieren, welche verschiedenen Parteien es gibt. Europa hat leider die Schwierigkeit, dass viele Menschen sich nicht so sehr interessieren für dieses Parlament. Und das ist so schade, denn es ist eigentlich eine Riesenerrungenschaft, dass das gelungen ist. Und tatsächlich hat der Oberbürgermeister ja vorhin gesagt, man muss sich überlegen, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland die Welt überzogen hat mit einem barbarischen Krieg und den schlimmsten Menschheitsverbrechen, die es auf der Welt je gab, dass danach ein solches Projekt gewachsen ist.
ein Friedensprojekt. Seitdem gibt es innerhalb von Europa Frieden. Wir haben aber an unseren Außengrenzen, und das spüren wir gerade bei der Ukraine, eben alles andere als Frieden, weil Russland zu ganz neuen, alten Weltordnungen wieder übergehen möchte. Das heißt, das Europäische Parlament ist ein Riesenwunder. Europa, die Europäische Union, ist unser Garant für den Wohlstand. Ich glaube, das wisst ihr aus dem Unterricht, wie wichtig Export für uns, die Exportwirtschaft für uns ist. Ohne Europa wären wir lange nicht so wohlhabend in Deutschland. Und wir haben daraus die Garantie für Frieden. Seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und jetzt ist Europa wie noch nie gefährdet, gerade durch Russland, aber eben auch durch die Kräfte von innen, durch immer mehr antieuropäische Kräfte. Die AfD, die ja auch hier heute dann Position vertreten wird, ist zum Beispiel für eine Art Dexit, also der Brexit, der in Großbritannien war, den wollen sie gerne für Deutschland. Das wäre unser wirtschaftliches Desaster, wenn das passieren würde. Hat aber Ihre Bundesvorsitzende genauso gesagt. Und Ihre Bundesvorsitzende hat gesagt, der Brexit wäre ein Vorbild für Deutschland. Eine kurze Zwischenbemerkung. Wir sind noch bei den Eingangsstatements. Ja. Die Diskussion kommt später. Wenn Sie sich jetzt kurz in einem letzten Satz vielleicht noch vorstellen, danach würden wir nämlich gerne weitermachen. Gerne. Aber wenn er dazwischen redet, muss ich ja darauf reagieren. Also insofern, Europa ist das Wohlstandsprojekt, das Friedensprojekt schlechthin. Umso wichtiger, dass man das Europäische Parlament stärkt für mehr Demokratie statt für weniger Europa. Denn die Gefahr besteht mit der aktuellen Europawahl sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung und wunderschönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Sebastian Sack. Ich bin als Politiker tatsächlich niegelnagelneu. Vorher habe ich 16 Jahre als Gymnasiallehrer in Kirchhain gearbeitet. Da komme ich von Hause aus her. Bin hier im Ehrenamt sehr lange tätig gewesen. Jetzt seit 18. Januar darf dann Angela Dorn bei mir für Ruhe und Ordnung sorgen. Bin ich Landtagsabgeordneter für die SPD. Da bin ich für das Thema Innenpolitik zuständig und auch natürlich Bildungspolitik. Und darf die SPD heute hier vertreten. Das ist mir auch wichtig, denn Europa ist kein Klein-Klein, wie eben gesagt wurde, sondern wer europäisch denkt, denkt groß. Wer europäisch denkt, denkt groß bei sozialer Gerechtigkeit, dass wir über Landesgrenzen hinweg soziale Bedingungen schaffen, dass alle Menschen von ihrem Lohn und ihrer Arbeit arbeiten können und leben können. Der denkt groß beim Thema Klimaschutz. Hier schaffen wir gemeinsam eine Zukunftsinnovation. Hier können wir den Klimaschutz nur gemeinsam anpacken. Der denkt auch groß dabei, seine Demokratie zu schützen gegen Feinde von innen und von außen. Wir haben gerade schon die bedrohliche Sicherheitslage angesprochen. An den Grenzen von Europa herrscht an einigen Stellen Krieg. Und hier können wir nur gemeinsam zusammenstehen. Und wer europäisch denkt, denkt eben auch groß beim Thema Solidarität. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Hier stehen wir als SPD natürlich uneingeschränkt hinter Europa und auch hinter den Menschen, und euch betrifft es tatsächlich am längsten. Wir haben gerade schon gesagt, wir sind leben der längsten Friedensphase für Europa, und unsere Aufgabe muss es jetzt sein, dass ihr genauso lange darin lebt, wie wir auch, nämlich ein ganzes Leben lang. Dafür sind wir hier, deswegen finde ich es gut, dass ihr euch informiert, und ich finde es auch gut, dass ihr die Wahl habt, dass ihr das mitgestaltet. Von daher vielen Dank, dass ihr da seid, und wir werden unser Bestes tun, euch die Wahl zu erleichtern. Vielen Dank. Ja, moin. Ich bin Desiree Becker. Ich bin hier für die Linke. Ich komme ursprünglich aus dem Saarland, auch vom Dorf, weil ich eben gefragt worden bin, lieber Dorf oder Stadt. Aber ich wohne seit über 10 Jahren schon in Gießen, und ich bin auch die hessische Europakandidatin tatsächlich. Ich bin auf Platz 7 der bundesweiten Europaliste der Linken, und ich freue mich, heute hier sein zu können, denn ich arbeite auch hier in Mittelhessen. Ich bin, das nennt sich, Gewerkschaftssekretärin bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, kurz Verdi. Das heißt, ich organisiere junge Leute, die in der Ausbildung sind, und wir kämpfen gemeinsam für bessere Ausbildungsbedingungen, für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr Kohle. Also das heißt, wenn ihr später hier eine Ausbildung anfangt in der Dienstleistungsbranche, werden wir uns wahrscheinlich wiedersehen. Darauf freue ich mich natürlich auch, aber wir unterstützen natürlich auch Dualstudierende, je nachdem, was ihr nach eurem Abschluss vorhabt. Genau. Wir sind eine friedenspolitische Partei. Es wurde jetzt ganz oft schon angesprochen, dass außerhalb Europas Krieg herrscht. Es herrschen tatsächlich mehrere Kriege, und das tatsächlich
ständig und immer, leider. Und dem müssen wir natürlich was entgegensetzen. Wir versuchen, für den Frieden zu kämpfen und nicht für den Krieg zu werben. Das heißt, wir lehnen es eigentlich ab, für Krieg Werbung zu machen und Waffen zu liefern. Und wir setzen auf diplomatische Wege. Dass das natürlich nicht immer einfach ist, das weiß ich. Aber wir glauben, jede Waffe, die produziert wird, oder wir wissen, jede Waffe, die produziert wird und verschickt wird, die wird auf Menschen gerichtet, auf junge Menschen, so wie ihr und ich. Dann ist es natürlich auch so, ich sitze auch hier, weil ich für Europa kandidiere, weil ich glaube, dass wir die großen Probleme, und dazu gehört vor allem die Klimakrise, nur international lösen können, mit internationalem Zusammenhalt und Solidarität. Das heißt, der Schwachfug von irgendwie Europa der Vaterländer lehnen wir natürlich ab. Wir müssen zusammenhalten, und das werden Probleme sein, und wir müssen, statt hier Ängste zu schüren, die Leute zu spalten, weil wer hier für Entsolidarisierung irgendwie zuständig ist, brauche ich, glaube ich, den Großteil, der hier sitzt, nicht zu erzählen, wenn man über Geflüchtete hetzt oder über Menschen, die hierher kommen. Und vielleicht auch noch mal kurz was zu einem Zukunftspunkt. Wir kommen da ja noch mal drauf. Und ich will auf jeden Fall, dass keine Menschen mehr im Mittelmeer ersaufen müssen, während wir hier im angeblichen Paradies leben. Wir setzen uns als Linke vor allen Dingen dafür ein, dass wir arme Menschen entlasten, den Großteil der Bevölkerung entlasten wollen. Und wir hinterfragen auch natürlich unser Wirtschaften auf einem endlichen Planeten. Also erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Der Grund für meine kleine Verspätung, um es ganz offen zu sagen, war in meiner Einladung, es tut mir sehr leid, ich fand da die Uhrzeit 15 Uhr und ich bin gerade auch aus Frankfurt, ich bin beruflich bei der Europäischen Zentralbank angereist, also es war auf keinen Fall ein Disrespekt oder irgendwie, ich habe es einfach nicht anders geschafft und dachte ehrlich gesagt, ich bin eine halbe Stunde zu früh. Egal, zurück zum Thema, wer bin ich? Birgit Weckler, ich sitze hier für die CDU, bringe auch herzliche Grüße von Sven Simon, unserem Spitzenkandidaten in Hessen, mit, der leider aufgrund eines Brüsseler Termins verhindert ist. Was bringt mich zu Europa und für was setzen wir uns als CDU ein? Wir haben die Situation zur Ukraine, die weltpolitische Lage schon gehört. Es geht uns als allererstes Thema darum, dass wir innerhalb der EU eine Sicherheits- und Verteidigungsunion schaffen, dass wir in der Lage sind, der Ukraine oder auch uns selbst, unsere Menschen, uns als Bürger sicher aufzustellen. Ich glaube, wir haben alle am 22. Februar 2022 gelernt, dass die Dinge sich verändert haben. Es stehen nicht alle Weltnationen für Demokratie und Menschenrechte. Ich sage ganz offen, ich bin 47 Jahre alt. Ich habe die Wiedervereinigung gerade so erlebt. Mein Verständnis nach den 90ern war, wir werden uns alle Richtung Demokratie und Menschenrechte entwickeln. Ich erlebe gerade, das sieht anders aus. Das ist ein Kernthema für uns. Zweites Thema ist, dass wir für eine realistische, umsetzbare Politik stehen, und dazu gehört einfach auch Europa als starker Standort aufzustellen, wirtschaftlich, aber auch mit Innovation, Digitalisierung uns fit für die Zukunft zu machen. Und dabei sehen wir uns als CDU, also als Deutschland, als ein fester Bestandteil in der EU. Wir sind die, die von dem Binnenmarkt ganz extrem profitieren, aber auch eben als Europäische Union gemeinsam mit unseren Partnerländern. Und damit das noch reibungsloser verläuft, wie vielleicht die ein oder andere Diskussion in Brüssel immer wieder zeigt, setzen wir uns auch dafür ein, dass einige Dinge reformiert werden sollten. Da geht es um statt Einstimmigkeit qualifizierte Mehrheiten. Es geht darum, um engere Abstimmung, ob es Energie Bereich, also es geht um ganz viele Bereiche, auch im Bereich Klimaschutz. Und das bringt mich auch zum dritten Thema. Natürlich liegt uns dran, uns als
EU wirtschaftlich stark aufzustellen mit dem Ziel, die Klimaziele zu erreichen anhand der Parameter, die auch festgelegt sind. Aber selbstverständlich, und ich glaube, da unterscheiden sich dann doch die Positionen von dem einen oder anderen auf dem Podium, auf einer umsetzbaren Art und Weise, wo dann nicht immer der Ausbau des Ladenetzes, des Stromnetzes ist verzögert. Wir wissen nicht, wo der Strom herkommt, wenn plötzlich alle, sag ich mal, auf batteriegetriebene Autos umsteigt, oder wir verbieten den Verbrennungsmotor, obwohl es auch erfolgsversprechende Pilotprojekte jetzt schon gibt. Und ich denke, da werden wir bestimmt auch, also gerade zu dieser Technologie, da sind wir einfach für einen Ansatz, technologieoffen, maximal schnell mehr Klimaschutz zu erreichen, weniger Ideologie, dicht bei den Menschen und dicht bei der Realität. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung, und dann würde ich jetzt auch direkt zu dem ersten Themenbereich überleiten. Wurde ja auch schon viel gesagt, die Sicherheitspolitik, oft auch von fast jedem hier angesprochen. Und die Frage wäre jetzt zunächst, angesichts von internationalen Konflikten verblasst im Moment oft sowohl die Softpower als auch die diplomatische Stärke der EU durch Uneinigkeit innerhalb der Mitgliedstaaten. Ich meine, das haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen in den letzten Tagen zu globalen Konflikten. Wie stellen Sie sich die außenpolitische Kooperation der EU auf EU-Ebene in Zukunft vor? Soll ich gerade anfangen? Ja, ich habe es ja eben schon mal anklingen lassen, dass wir vor allem natürlich auf Diplomatie setzen. Und ich glaube, wir wissen als Otto-Normalverbraucher gar nicht, wie viele Kanäle da eigentlich offen sind. Das ist wohl auch leider immer auch so ein bisschen ein Geheimnis der Diplomatie. Ich will aber noch mal was zu Drittstaaten und Verträge mit Drittstaaten sagen. Also die EU macht Verträge mit Drittstaaten, um ihr angebliches Geflüchtetenproblem zu lösen. Und das sind halt Verträge mit Despoten, und die uns auch gleichzeitig unter Druck setzen. Und das lehnen wir als Linke natürlich ab. So, wir müssen uns überlegen, von wem wir uns kaufen lassen, also um vielleicht zwei Länder auch zu nennen, Tunesien beispielsweise oder auch die Türkei, um dort irgendwie unser angebliches Problem mit Geflüchteten nach außen zu lagern. Und dem stehen wir entgegen. Dafür müssen wir andere Lösungen finden, und wir müssen anfangen, Menschen hier zu integrieren. Also wie gerade schon gesagt, wichtig ist, dass Dinge auch umsetzbar sind. Und bei Verträgen mit den gerade angesprochenen Staaten, auch in Nordafrika, das hat einfach zum Hintergrund die große Anzahl an geflüchteten Menschen, die in der EU angekommen sind. Und völlig klar ist für mich persönlich, für uns als Partei, dass Menschen mit Menschenwürde und Menschenrechten behandelt werden, ist selbstverständlich. Aber klar ist auch, wenn man vor allem mit Kommunen, mit Landräten spricht, also mit denen ich schlicht auch einfach persönlich gesprochen habe, beziehungsweise ab Juni die stellvertretende Landrätin in der Wetterau bin, dass es schwierig ist, alle diese hohen Zahlen an Menschen unterzubringen. Und das ist der Hintergrund, dass man einfach versucht, dass gerade in Ländern, bei denen die Ablehnungsquote in einem Asylverfahren niedrig ist, dass man dort scheitern, ja, dass man Wirtschaftsflüchtlinge, also die aufgrund wirtschaftlicher Nöte zu uns kommen, dass man die Menschen zurückführt. Das scheitert eben oft daran, dass es kein Abkommen mit diesen Ländern gibt. Und deshalb finde ich das total vernünftig, was dort in die Wege geleitet wurde, und erkenne da auch, obwohl ich hier CDU bin, also nicht Teil der Ampelfraktion in Berlin, erkenne das auch einfach an. Und selbstverständlich ist klar, was meine Nachbarin gerade angesprochen hat, klar ist das nicht einfach, und klar gibt es da auch Unrechtsregime und Elemente, die mir nicht gefallen. Aber um das mal auch hier deutlich zu sagen, es steht hier mit dem Migrationsthema
nicht weniger in Frage, wie wir in Zukunft unsere Demokratie gestalten wollen, dass die extremen Parteien im linken und im rechten Spektrum auch AfD ansteigen, hat fundamental mit dieser Frage was zu tun. Und ich finde einfach, ich muss zur Kenntnis nehmen, dass es meine Bevölkerung keine unbegrenzte, unkontrollierte Einwanderung möchte. Da gibt es irgendwann innere soziale Spannungen, auch was Sozialsysteme angeht, wie die Renten finanziert werden, wie eure Renten finanziert werden. Und nochmal, echte Flüchtlinge, die sollen bei uns vernünftig integriert werden, Chancen haben. Aber die Abkommen, über die wir gerade in der Frage sprachen, die halte ich für ein wichtiges Element, um ja auch unsere Demokratie letztendlich zu erhalten und eine ausgewogene Lösung zu finden. Kann ich ganz kurz drei Punkte, also ein Asylrecht ist ein Individualrecht, also das heißt, jeder Mensch hat ein eigenes Recht, Asyl zu beantragen, und man kann nicht einfach sagen, zum Beispiel, wenn man schwul ist und man wird verfolgt in einem Land, nur weil ich aus dem Land komme, werde ich an der Grenze einfach abgeschoben. Und dann auch nochmal, Drittstaaten sind keine Herkunftsländer. Es gibt keine Verträge mit Afghanistan oder sonst was. Das heißt, Leute, die hierher kommen, werden einfach in irgendeinen Staat zurückgeschoben, wie beispielsweise Tunesien oder in die Türkei, die im Übrigen sehr viel Druck auch auf die EU ausüben. Und wie kann man als Politikerin sagen, ja, das sind dann halt Länder, wo mal ein bisschen Menschenrechte nicht so beachtet werden, wenn man selbst hier sitzt, und eben haben Sie das in Ihrem Eingangsstatement gesagt, Sie finden Europa so toll wegen dem Einhalten der Menschenrechte und wegen der Demokratie, und dann finde ich es wirklich unaufhörlich, dass man sowas auf einem Podium sagt. So. Muss ich noch mal kurz innehalten, weil ich hatte die Frage von dir globaler verstanden. Es geht um die EU-Außenpolitik und nicht rein um Migration und Flucht, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also Migration kommt auch als nächste Frage nochmal. Ja, aber die Frau Becker ist ihrer Zeit voraus, ist auch nicht schlimm. Dann mache ich noch mal einen kurzen Rückschritt. Ich glaube, dass die EU-Außenpolitik besonders stark ist, wenn sie mit einer Stimme spricht. Und so vielfältig wie Europa ist, zeigen aber die Krisen der Zeit auch, dass wir die Krisen nur gemeinsam angehen können, egal ob das die Pandemie war oder auch die Krisen, die wir gerade haben. Das heißt, wir brauchen einen gemeinsamen Kompass, was die Entwicklungspolitik anbelangt. Denn wenn wir über Migration reden, dann ist natürlich die Fluchtursachen, müssen wir auch da angehen, wo die Menschen flüchten. Und da haben wir als Europa auch in den vergangenen Jahrhunderten, Stichwort Kolonialismus etc., durchaus ordentlich im wahrsten Sinne des Wortes Erde verbrannt. Und da haben wir eine Verantwortung, und die müssen wir gemeinsam angehen, nach meinem Dafürhalten. Wir brauchen aber auch eine ganz klare gemeinsame Sicherheitspolitik. Und wenn wir uns auf die Kriege gerade fokussieren, die gerade laufen, da muss man auch sagen, wir werden auch darüber nachdenken müssen. Ich weiß, dass das nicht jeder unterstützt oder jede, aber wir werden auch darüber reden müssen, ob wir eine gemeinsame europäische Armee brauchen, die uns schützt. Ich bin auch immer für den diplomatischen Weg. Ich selber war nicht bei der Bundeswehr, ich war im Katastrophenschutz 7 Jahre lang, würde ich auch wieder so machen. Das ist meine ehrenamtliche Heimat, aber dennoch werden wir uns verteidigen müssen, und zwar unsere Werte, die Menschenrechte und die Demokratie. Und das muss zur Not auch geschehen können. Ich denke, das wird Teil davon sein. Das werden wir nur gemeinsam hinbekommen, weil die Werte, die Europa verbunden haben, jetzt über mehrere Jahrzehnte, das ist für mich ein Erfolgsmodell, genau wie unsere Demokratie. Und die gilt es, innen und auch außen zu verteidigen. Deswegen muss auch die Außenpolitik eine gemeinsame sein. Vielen Dank. Ja, ich wollte diesbezüglich noch ergänzen. Natürlich muss man hier auch sehen, dass die Sicherheitslage weltweit sich einfach auch so verändert hat, dass wir uns schlichtweg auch neu aufstellen müssen. Ja, Europa muss mit einer Stimme in manchen Dingen sprechen. Das ist ganz wichtig, weil wir einfach nur gemeinsam gegenüber anderen, wir gemeinsam als 450 Millionen Menschen ungefähr, anderen großen
Kontinenten und Ländern gegenüberstehen können, wie etwa Indien mit 1,4 Milliarden oder China mit 1,2 Milliarden. Diese Länder sind aufstrebende Länder, die sich nicht nur in der Wirtschaftspolitik, sondern auch in der Sicherheitspolitik sehr weit nach außen lehnen. Wie Sie alle wissen, haben wir den schwelenden Konflikt im Indo-Pazifik, der uns möglicherweise zukünftig wie auch immer noch beschäftigen wird, in der Hoffnung, dass man da auch andere Lösungen findet als sozusagen das Szenario, was alle befürchten, dass Taiwan eben dann tatsächlich von China wie auch immer eingekesselt wird. Das ist wohl der erste Weg, zumal China im Moment dabei ist, seine Kriegsflotte extrem hoch zu fahren. Also sie wird sicherlich bald die größte Schiffsflotte der Welt haben im militärischen Bereich. Und wir müssen einfach auch strategische Partnerschaften eingehen, auch wenn dort die Werte, die wir vertreten, vielleicht nicht immer so gesehen werden. Auch das ist eine Erfahrung, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Afrika will sich unsere Werte, das ist aufgrund verschiedener Studien, so man sie dafür überhaupt braucht, eben auch klar geworden. Wir müssen mit einer anderen Wertepolitik nach außen gehen, dort tatsächlich auch die Außenpolitik, nicht nur die Sicherheitspolitik, anders betreiben, dass wir wirklich gemeinsam Projekte dort vor Ort mehr fördern, die Menschen auch dort halten, die ihnen Hoffnung macht, dort in diesen Ländern bleiben zu können und dort auch in Arbeit und Brot zu kommen. Und ich finde das überhaupt nicht unrealistisch. Wir sehen, wie die Welt sich ändert. Wir sehen, wie große Wasserstoffprojekte etc. überall jetzt im Gange sind. Und da kann man tatsächlich ansetzen und die Menschen vor Ort einfach mit ausbilden, damit sie gar nicht mehr zu uns, mindestens aus wirtschaftlichen Gründen, kommen wollen. Und im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass wir auch die Länder selbst in eine Verantwortung nehmen müssen, sich um ihre Leute zu kümmern und dort politisch etwas auch zu verändern. Insoweit, da können wir auch nicht jetzt alle auffangen. Wir sind an eine Grenze gestoßen. Ich glaube, das ist einfach klar geworden. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir in jeder Hinsicht Menschen hier integrieren müssen. Ich finde, da gehört auch ein Stück Eigeninitiative dazu, die ich von vielen, die hier hingekommen sind, auch erfahren habe. Und ich denke, diejenigen, die jetzt zu uns gekommen sind, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir dort viele mit zu uns in Brot und Arbeit bringen und hier, also sie auch wirklich hier mit ihnen zusammen integrieren können. Dazu sind aber auch viele bürokratische Dinge einfach auch umzuändern. Das fehlt in unserem Land auch, da müssen wir dran arbeiten. Das ist aber ein Stück Außenpolitik, die letzten Endes hier in unser Land mit hineinreicht. Einmal noch kurz der Hinweis, aufgrund der Zeit würde ich euch oder Sie alle bitten, sich möglichst kurz zu halten, damit wir möglichst viele der Themen durchbekommen. Sonst werde ich demnächst auch noch was sagen, dass Sie auf einen Punkt kommen. Gut, dann will ich mich beeilen. Ist ja auch schon viel Richtiges gesagt worden. Also um geopolitisch überhaupt mit den großen Playern, es ist schon angesprochen worden, USA, China, irgendwie mithalten zu können, irgendwie annähernd ein Gegengewicht bilden zu können, brauchen wir natürlich eine möglichst einheitliche Stimme der europäischen Staaten, wo ich nicht dafür wäre, auch das könnte man sich ja vorstellen, dass ein Beschluss gefasst wird und dann ist, das ist dann die verordnete außenpolitische Richtung zu irgendeinem Thema. Also das muss dann schon in der Souveränität der Nationalstaaten bleiben, aber abstimmen muss man sich natürlich, das ist ganz klar. Ich habe vorhin schon angesprochen, strategische Autonomie ist ganz wichtig, eine EU-Armee ist da aber für mich der falsche Weg, wobei es da ja verschiedene Denkmodelle gibt. Eins wäre aber, dass wir unsere Streitkräfte alle so verschmelzen und dann wird irgendwie in Brüssel entschieden, wo ein deutscher Soldat hingeht. Das geht für mich nicht. Aber Übungen gemeinsam, Interoperabilität, gar keine Frage. Man sagt ja immer, Europa ist wirtschaftlich ein Riese, militärisch ein Zwerg. Das ist so und ich glaube, das wissen wir alle spätestens seit 2022, dass wir uns diese militärische Unfähigkeit da nicht mehr leisten können. Also da muss eine ganz enge Zusammenarbeit sein. Ansonsten
Europäische Außenpolitik muss unterscheidbar sein von US-Außenpolitik. Die USA sind ein wichtiger Partner und sollen es auch bleiben. Aber die Interessen der USA sind natürlich nicht deckungsgleich mit denen der europäischen Staaten. Nehmen wir die Machtprojektion bis in den Indo-Pazifik herein, diese starke Konfrontation mit China. Die USA wollen natürlich global der Hegemon bleiben. Das ist nicht unser europäisches Interesse. Auch wir dürfen nicht naiv sein im Umgang mit China, überhaupt keine Frage. Aber wir haben eben doch hier und da andere Interessen und das muss in Zukunft auch stärker spürbar sein. Es braucht eine viel stärkere außenpolitische Stimme von Europa. Vielleicht hilft auch ein Verteidigungskommissar, aber vor allem geht es darum, dass man tatsächlich strategisch sich abspricht. Und das ist tatsächlich dringlicher denn je. Es gibt ein schönes Bild dafür, wenn man so einen großen Schachlikspieß sich vorstellt, den zu zerbrechen, das geht relativ einfach. Wenn man sich mal so ein Bündel vorstellt, den zerbrechen soll, dann wird es relativ schwer. Wenn wir uns anschauen, dass wir es mit großen Mächten zu tun haben, wie China, wie Russland, dann ist ein einzelner Staat wie Frankreich oder Deutschland eben lang nicht so relevant wie eine Europäische Union. Deswegen ist es so elementar, dass wir besser zusammenarbeiten und wir sind herausgefordert wie nie. Ich finde es ganz interessant, dass der AfD-Abgeordnete zwar über die Frage spricht, wie wir strategisch zusammenarbeiten können, aber zu dem wichtigsten Thema der Ukraine haben Sie gerade nichts gesagt, weil an dieser Stelle, war nicht die Frage vollkommen richtig, nur an dieser Stelle wird es natürlich dann ganz besonders entscheidend sein, wie wir uns abstimmen, weil das ist im Moment die große strategische Abstimmungsfrage. Wir haben es zu tun mit einem Angriff von Russland auf die Ukraine. Und die Ukraine ist nicht irgendein Pufferstaat, den man mal überrennen kann, sondern es ist ein nicht zwar kein Land der Europäischen Union, aber von unserem europäischen Kontinent, eins relativ nahes, nicht direktes Nachbarland, aber dann doch eben anschließend, das von Russland völkerrechtswidrig angegriffen wurde. Und es sind jeden Tag schrecklichste Opfer zu vermelden. Tote Menschen, vergewaltigte Frauen. Und dass die AfD in dieser Position der Meinung ist, dass es falsch ist, eine militärische Unterstützung für die Ukraine zu geben, dass sie auf welche Verhandlungen auch immer setzen mit jemandem wie Putin und es sogar mittlerweile auf europäischer Ebene nachgewiesenermaßen, das sind die neuesten Nachrichten vom tschechischen Geheimdienst, Abgeordnete bezahlt werden von Russland für ihre Interessen. Das ist kein Patriotismus, was die AfD da macht. Das ist wirklich ein schlimmstes Netzwerk mit einem derartigen Angreifer am Ende für unsere ganze Europäische Union. Und deswegen ist es so wichtig, in Europa sich wirklich zusammenzuschließen für Frieden und Freiheit. Und das bedeutet im Moment tatsächlich, die Ukraine mit allem zu unterstützen, für die Ukraine, aber auch für unsere eigene Sicherheit. Ich möchte nur kurz ein, zwei Sätze noch ergänzen, weil ich die Frage ehrlich gesagt auch nicht wirklich beantwortet habe, für was denn die CDU steht. Da kann ich mich fast in der Richtung an Grün, SPD und FDP anschließen. Es geht darum, dass wir mit einer Stimme sprechen. Deutschland alleine mit 85 Millionen Einwohnern ist zu klein. Die EU mit ihren knapp 500 Millionen ist aus ganz vielen Gründen die richtige Größe. Und ich glaube, wir brauchen das gerade bei der Außen- und der Sicherheitspolitik, um ernst genommen zu werden, um eigenständig, autonom uns hier auf dem Kontinent gegenüber, also vor allem Russland, China, aber auch im Verhältnis zu den USA zu positionieren. Also, da eben das Thema Migration ja schon angesprochen wurde, würde ich Sie bitten, diese nicht wieder zu wiederholen, damit wir einfach zeitlich im Rahmen bleiben können. Und zwar unsere nächste Frage. Aufgrund klimatischer Bedingungen ist ein Anstieg von Migration nach Europa aus Asien und Afrika heraus durchaus realistisch. Wie wollen Sie die Herausforderungen und Chancen von Migration gerecht werden? Denn hoffe ich, es wird mir verziehen, aber ich muss jetzt mal, weil die Frau Dorn immer so viel über uns spricht, ich rede auch gleich nur über Migration, ich mache es auch ganz kurz. Also zuerst mal, ich habe Verständnis dafür, Sie haben sicherlich viel zu tun als Landtagsvizepräsident, konnten sich vielleicht nicht so vorbereiten, aber in unserem
Wahlprogramm, im Europawahlprogramm steht also nichts vom Dexit drin, sondern wir wollen einen europäischen Staatenbund. Dann Waffenlieferungen, da können wir ja mal den Mitschnitt nehmen, wo über die Taurus gesprochen wurde. Ja? Da reden die Offiziere von 100 Taurus, die geliefert werden sollen, 100, und sagen trotzdem, das ändert am Krieg nichts. Ja? Was Sie, und dann stehen wir nach den 100 Taurus wieder da, wo wir jetzt stehen und fragen uns, wie kommen wir jetzt zu einer Lösung? Und das wären am Ende Verhandlungen. Was Sie, also ich möchte, dass wir jetzt verhandeln und Sie möchten, dass wir ein paar tausend Tote noch abwarten und dann verhandeln. Und dann reden wir mal über diese Geheimdienstgeschichte. Da können Sie auch die Medien mal konsultieren. Da hat doch der, aus Tschechien wurde doch längst ganz einmal klar gemacht, dass der Name des AfDlers überhaupt nie genannt wurde. Und also nicht wenn wir mit Kommata, sondern mit Punkt. Nee, ist so, da können wir über Amigo-Systeme von Robert Habeck mal sprechen im Wirtschaftsministerium. Also ich glaube, da kommen Sie schlechter weg als wir, wenn wir hier mit solchen Themen aufschlagen. Ich muss zur jetzt, Frage, okay, aber kurz. Aber ich muss auch schon erwidern. Ne? Okay, so, Migration, es ist vorhin schon angesprochen worden, Asylverfahren in Drittstaaten sind eine gute Sache. Wir müssen natürlich dann dafür sorgen, dass es dort menschenrechtskonform zugeht, gar keine Frage. Dafür kann auch Geld in die Hand genommen werden. Aber so wie es momentan läuft, haben wir die Situation nicht im Griff. Wer einmal nach Deutschland kam, der kann im Grunde auch für immer hier bleiben. Wir haben eine völlig chaotische Situation. Der Mann, der dieses vierjährige Mädchen angegriffen hat mit einem Messer, war holländischer Staatsbürger, bekommt hier Asyl im Asylheim. Habe ich was nicht mitbekommen in den Niederlanden? Ist da Krieg? Es ist also völlig eine chaotische Situation, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt jetzt, der aber beispielhaft dafür steht, was hier wirklich los ist. Wir müssen diese Verfahren außerhalb Deutschlands durchführen, menschenrechtskonform, den Menschen muss es dort gut gehen, aber so wie es bisher läuft, kann es nicht weitergehen. So, dann werde ich mal direkt auf die Frage antworten. Asylrecht ist ein individuelles Menschenrecht und das ist wichtig und das ist richtig und das ist gut so. Und jeder Mensch hat das Recht, dieses Asyl zu beantragen. Überläuft dann einen rechtsstaatlichen Prozess und das muss natürlich menschenwürdig, das muss human sein und jeder hat das Recht, dass das geprüft wird. Deswegen mag ich den Begriff Wirtschaftsflüchtling auch nicht so. Wenn man im absoluten Elend lebt und sich aufmacht, aus seinem Leben was zu machen und Asyl zu beantragen, dann hat das nichts mit Wirtschaftsflüchtling zu tun, sondern seine Chance zu ergreifen. Und wenn derjenige eben auch einen Asylgrund hat, dann soll er dem auch stattgegeben haben. Natürlich hat so ein Asylverfahren auch das Ergebnis, dass so ein Asyl abgelehnt werden kann, wenn kein Asylgrund vorliegt. Auch das muss man fairerweise dazu sagen, dann wird man auch um eine Zurückführung, um eine Abschiebung eben nicht drumherum kommen. Das ist Teil des gleichen rechtsstaatlichen Prozesses, wie dass er einen Antrag stellen kann. Nichtsdestotrotz brauchen wir die Einwanderung, das ist vollkommen klar. Ich will auch nochmal für die Fachkräfteeinwanderung werben, die Regierung beschlossen hat, weil wir werden Fachkräfte brauchen. Und hier gibt es die Möglichkeit, auch einen Spurwechsel vorzunehmen und eben auch zu schauen, wo kann und wo will ich mich ausbilden lassen, wo bin ich auch schon gut ausgebildet und kann in diesem Land mitarbeiten. Und dann hat jeder das Recht, dass das geprüft wird und er hier eben auch seine Zukunft mitbestreiten kann. Wir müssen dort natürlich regulieren, das ist Teil auch des rechtsstaatlichen Prozesses. Deswegen werden wir auch über Abschiebungen reden müssen. Das ist die andere Seite einer gleichen Medaille. Dafür stehen wir. Das Ganze muss menschenwürdig sein und bleiben. Und jeder hat das Recht, Asyl zu stellen. Ich werde mich heute das letzte Mal mit dem AfD-Abgeordneten sozusagen auseinandersetzen. Aber das ist mir jetzt schon wichtig, weil Sie so großspüriger gesagt haben, ich hätte mich nicht ordentlich vorbereitet. Jetzt zitiere ich mal aus dem Spiegel. Das ist relativ frisch, 22.01.2024. Weidel, das ist Ihre Bundesvorsitzende, sieht Referendum über EU-Austritt als Option für Deutschland. Das ist die Überschrift. Sie hat das Brexit-Votum als Vorbild für Deutschland bezeichnet. Also mir jetzt vorzuwerfen, hätte mich nicht ordentlich vorbereitet. Können Sie auch zuhören? Ich konnte Ihnen zuhören. Mir vorzuwerfen, ich hätte mich nicht ordentlich vorbereitet, aber Ihre eigene Bundesvorsitzende erzählt etwas vom Dexit. Dann müssen Sie sich entweder besser vorbereiten oder hier ehrlicher antworten. So viel jetzt zu Ihrer Politik. Und jetzt würde ich tatsächlich gerne auch über die Frage, die Sie eigentlich gestellt haben, zu dem Asylverfahren etwas gerne sagen. Es ist eine unglaublich schwierige Fragestellung. Die Fragestellung ist deswegen so schwierig, weil ein Asylrecht unbedingt zu schützen gilt und es ist herausgefordert wie nie. Und wenn es ein Asylrecht gibt, das Menschen beschützt vor Krieg und Bedrohung und politischer Verfolgung,
dann bedeutet es im Umkehrschluss auch auf der anderen Seite der Medaille, dass diejenigen, die dieses Recht nicht haben, kein Recht auf Asyl haben. Und im Moment ist tatsächlich das Asylverfahren in Europa und in Deutschland diesbezüglich noch nicht so funktionierend, wie es sein sollte. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir an den europäischen Außengrenzen ein solches Verfahren einführen, in dem an den europäischen Außengrenzen diejenigen mit einem niedrigen Wahrscheinlichkeit für ein Asylverfahren, dass die ein anderes Verfahren bekommen. Es war ein unglaublich schwieriger Kompromiss. Es ist auch alles andere als eine einfache humanitäre Frage. Und deswegen ist es so wichtig, dass auf Bundesregierungsebene nicht nur die Frage dieses GEAS-Reform, dieser europäischen Asylreform besprochen wird, sondern auch, dass wir über eine qualifizierte Einwanderung reden. Und da hat die Ampelregierung eine ganze Menge vorangebracht, dass tatsächlich die Menschen, die hier für ihre Familie für ein besseres Leben sorgen wollen, die hier arbeiten wollen, wir brauchen Fachkräfte, dass die eine andere Möglichkeit haben. Wir brauchen Ordnung in dem System. Das ist ganz wichtig. Dafür gibt es keine einfachen Antworten und das ist etwas, was uns auch von der Linken unterscheidet. Ich verstehe alle schmerzhaften Prozesse und ich weiß, dass die Vertreterin hier tatsächlich auch tiefe Erfahrung hat, weil sie selber auch in der Seenotrettung ja auch aktiv war. Das hat sie mal woanders auch entsprechend beschrieben. Ich verstehe, dass es ein humanitäres Thema ist. Aber wir müssen auch sehen, dass wir am Ende ein Verfahren brauchen, was insgesamt funktioniert, weil die größte Risiko, was ich sehe, ist, dass am Ende das Asylrecht sukzessive ausgehöhlt wird, wie wir es in anderen Staaten erfahren. Deswegen spreche ich tatsächlich für ein sehr geordnetes System, aber allen humanitären Möglichkeiten wie Rechtsberatung für Geflüchtete, wie alle Möglichkeiten, dass tatsächlich diese Menschen geschützt werden, dass die Seenotrettung ausgebaut wird, all das ist wichtig, aber es braucht auch ein geordnetes System, denn zu sagen, alle können einfach irgendwie kommen, das ist kein geordnetes System, das wird am Ende das Asylrecht aushöhlen und wird nicht das erreichen, was sie eigentlich wollen. Genau, also vielleicht nochmal, wir lehnen tatsächlich eine europäische Armee ab. Es gibt bereits ein Bündnis, die NATO. Wir stehen nicht auf Militarisierung, weil wir nicht glauben, dass das die Lösung ist. Wir müssen uns immer überlegen, wenn wir aufrüsten, wenn wir solche Programme wie 100 Milliarden für Rüstung auferlegen, was das auch vielleicht für Konsequenzen auf andere Staaten hat oder wie die uns gegenüberstehen. Deswegen lehnen wir das als Linke auf jeden Fall ab. Und ich muss jetzt auch mal, Frau Dorn, noch mal, mich nervt es ein bisschen, dass wir anscheinend auf jedem Podium der AfD ihr Wahlprogramm erklären müssen. Das hatten wir nämlich beim letzten Podium auch schon mal, dass wir aus dem Wahlprogramm, glaube ich, vorlesen mussten sogar. Sie lehnen eine Europäische Union, wie sie ist, ab und dazu sollten sie auch stehen und es nervt auf jeden Fall. Und natürlich, Militarisierung kann zu Kriegen führen und der Hauptgrund für Flucht sind Kriege. Die meisten Leute, Geflüchtete, sind aus der Ukraine, im Moment aus der Ukraine, aber auch aus Afghanistan. Das sind alles Länder, in denen Kriege geherrscht haben. Das kann man auch nachgucken. Und dann auch muss ich dem Vorredner von der SPD auch nochmal so ein bisschen widersprechen. Man kann nicht einfach nach Afghanistan abschieben. Das geht nicht. Das ist auch nicht erlaubt. Also deswegen, wenn ihr euch mal wirklich Zahlen, ich will euch nicht mit Zahlen nerven, ich würde es gerne anguckt, wohin abgeschoben wird, dann ist das nicht in die Länder, wo irgendwie Rechtsradikale das gerne hätten oder genau, wo da gerade irgendwie Stimmung gemacht wird. Und die Genfer Flüchtlingskonvention gibt ja genau an, die ist ja entstanden nach 45 und gibt eigentlich an, wann man Asyl bei uns bekommt. Wir stehen dafür, dass man auch natürlich die Klimaflucht damit reinpackt, weil wir sind natürlich auch verantwortlich. Da wären wir wieder bei dem Punkt, was von der SPD angesprochen worden ist. Wir sind verantwortlich. Wir sind mit der meisten CO2-Produzenten. Wir haben das mit zu verantworten und wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden. Das geht nicht in der Festung Europa. Und dann will ich noch mal kurz was zur qualifizierten Einwanderung sagen, weil ich kenne das ja aus meinem Job, die qualifizierte Einwanderung, also so Anwerbeabkommen. Und auch meine Freundin, die ist Migrationsjuristin, die würde jetzt wahrscheinlich auch zusammenzucken.
so, das ist gar nicht so einfach, durch Arbeit hier in die EU zu kommen und dann auch wirklich hier zu bleiben. Und was soll das denn, dass wir warum qualifizieren wir die Leute nicht hier? Warum bilden wir nicht aus? Warum, also die Ausbildungsstellen sind so gesunken, warum fangen wir nicht an, die Leute, die schon hier sind, in Jobs zu bringen, Sprachkurse anzubieten? Und ja, Eigeninitiative, liebe FDP, so einfach ist es aber manchmal leider nicht. Und das kenne ich aus Geflüchtetenbetreuungen, Deutschkurs für Geflüchtete zu finden. Und ich finde diese Angstmache, wir werden nicht überrannt, wir werden das alles schaffen. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, Deutschland. Die EU ist so reich. So, wir können es schaffen, dass die Leute hier ein gutes Leben haben und die Leute, die sich entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, aus Flucht, Verfolgung oder Klimakrise hierher kommen, ein gutes Leben zu geben, wenn wir endlich unsere Politik ändern, wenn wir auf soziale Belange setzen, nicht unsere Sozialhaushalte kürzen. Und hier sitzen Parteien, die sind in Regierungsposition, die könnten Sachen ändern und sie tun es nicht. Und das ärgert mich ganz schön tatsächlich. Frau Becker. Also nehme ich an, Sie sind dafür, die Leute hier auszubilden. Das hätte ein Jahr hätte mir gereicht, Dankeschön. So, gibt es noch? Das ist nichts Persönliches, nur die Zeit ist knapp und sonst kriege ich Stress mit den Lehrern also da hinten. Ganz kurz Kurze letzte Anmerkung, danach gehen wir zur nächsten Frage über. Oder ich habe zu der Frage noch nichts gesagt. Okay. Ja. Also, kurz zurück zur Frage zur Migration, nur mal wirklich zwei Zahlen. Im Jahr 2023 gab es in der EU, also EU-weit, 1,4 Millionen Asylanträge. Davon wurden 334.000, das ist knapp ein Drittel, in Deutschland gestellt. Ich sage die Zahl nur deshalb, weil das die Sprengkraft innerhalb der EU, also innerhalb der Mitgliedstaaten in der EU, einfach stark verdeutlicht. Wie sollen wir damit umgehen? Ich glaube, das Ziel muss sein, selbstverständlich echten Geflüchteten aus Notlagen zu helfen, aber bei den anderen schneller dafür sorgen, dass man die Menschen nicht erst im Land verteilt. Ich finde, dass die Verfahren an den Außengrenzen abgehalten werden, finde ich total richtig, weil ich weiß nicht, warum ich Menschen erst im Land verteile, wenn ich dann weiß, die Abschiebung wird noch schwerer. Und ich glaube auch, das sollte wirklich mit Kontrolle stattfinden. Und ich glaube, wenn Menschen abgelehnt wurden, weil sie eben keinen Grund haben, dann sollte man auch darauf achten, dass die Menschen zurückgeführt werden, weil es führt einfach sonst dazu, dass man sich in Deutschland oder in anderen Ländern fragt, was ist eigentlich ein Gesetz und eine Regel wert, wenn sie sowieso nicht eingehalten wird. Plus, ich glaube, es überfordert uns und das habe ich vorher schon ausgeführt. Ich denke, die Position der FDP ist ja klar, dass wir auch sehr dafür sind, dass diese Dinge an den Außengrenzen der EU dringlich stattfinden müssen. Es muss dringlichst eine Lösung gefunden werden. Ihre Frage vorhin ist ja bisher noch nicht angesprochen worden bezüglich der großen Klimakatastrophen, die wir erwarten in vielen Ländern. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir im Blick haben müssen, Stichwort auch Nachhaltigkeit. Wir müssten auf diese Länder jetzt schon zugehen, dass wir auch gemeinsam Lösungen dafür finden, wenn das Wasser überall fehlt, wenn es alle möglichen Naturkatastrophen geben wird, die wir heute noch gar nicht kennen, durch Schneeschmelze etc. Wir haben jetzt ein Beispiel unerwarteterweise schon in Russland. In diesen Fällen müssen wir insgesamt vorbereitet sein. Das ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam international lösen können, denn auch diese Länder werden dadurch ja auch instabil intern. Und deshalb ist es eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam lösen können. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eine Regelung finden, erstmal für Europa, um dann auch in den internationalen Bereichen da tatsächlich voranzukommen. Also ein wenig jetzt aus Zeitgründen müssen wir uns jetzt leider bei dem Klimaschutz ein bisschen beschränken.
Aber das Thema ist ja auch ein wenig mit der Sicherheitspolitik vereinbar. Und zwar, in den heutigen Medien werden Auswirkungen der Klimakrise immer mehr in den Vordergrund gerückt. Erneuerbare Energien scheinen die Lösung dafür zu sein. In Anbetracht der hohen Investitionen Chinas und Amerikas, wie im aktuellen Fünfjahresplan und im Inflations-Reduction Act festgehalten, welche Pläne verfolgt Ihre Partei, um diesbezüglich mitzuhalten? Also, wir haben schon im Bundestag 2018 einen Klimaanpassungsfonds gefordert. Wir gehen nicht den Ansatz, dass wir sagen, wir bauen uns alle Wärmepumpen ein. Die Stadt Oranienburg im Übrigen hat deswegen jetzt gar keinen Strom mehr. Trotzdem sollen da ja eigentlich alle auch noch Elektroauto fahren zukünftig in Oranienburg. Und dann versuchen wir irgendwie das Klima zu beeinflussen. China, ja, mag in Erneuerbare investieren, aber ballert so viel CO2 raus. Das aufzuholen ist völlig illusorisch und der Preis, den wir dafür zahlen, ist einfach gigantisch. Sowohl im persönlichen Bereich, wo die Leute die Wärmepumpe nicht bezahlen können, als auch was wir hier unserer Industrie antun. Wir sagen, wir müssen das machen, was wir tun können und das ist uns auf die Klimaveränderung vorzubereiten. Da müssen wir die Deiche anders bauen, eben wurden Schneeschmelzen angesprochen. Brauchen wir vielleicht in 50 oder 70 Jahren andere Gehölzarten, die wir anfangen? Ich weiß es nicht, das sind so viele Bereiche, wo die jeweiligen Fachleute konsultiert werden müssen. Das ist doch was, das liegt in unserer Macht und das ist der Weg, den wir dabei gehen wollen. Was unser Programm angeht, ich könnte ja ewig mit Frau Dorn darüber reden, das macht wirklich Spaß, aber googeln Sie es selber, empfehle ich Ihnen, da brauchen Sie weder mir zu hören noch von Frau Dorn, da können Sie sich selber ein Bild machen, googeln unser Wahlprogramm, auch was Frau Weidel zum Deckel sagt, einfach selber nachgucken und dann können Sie sich ein Bild machen. Also völlig klar ist, dass wir beim Klimaschutz hinten dran sind, dass wir Geschwindigkeit brauchen und völlig klar ist, dass man auch in der EU und in Deutschland gucken sollte, die Klimaziele alsbald zu erreichen. Dazu, schnell. Und dazu gehört für uns als Partei ein technologieoffener Ansatz. Selbstverständlich sollten erneuerbare Energien da ein ganz, ganz zentrales Element sein. Das hat sich auch in den letzten Jahren beschleunigt. Aber es ist auch so, dass wir mit erneuerbaren Energien aktuell den Bedarf nicht abdecken können. Und es auch den zweiten Aspekt, nämlich der Planungssicherheit gibt und es einfach bei erneuerbaren Energien, Wind, Sonne, da muss es auch Alternativen geben, vor allem wenn die eben nicht verfügbar sind. Und dazu möchten wir technologieoffen rangehen. Wir sind gegen ideologische Scheuklappen. Wie gesagt, das Verbrennermotorverbot finde ich komplett daneben. Macht die Kommission ja jetzt im Herbst auch nochmal auf. Das freut mich sehr, dass da die Stimme der Vernunft auch speziell bei den Kollegen im Grünen und im linken Lager sich durchsetzen konnte. Und zum Weiteren gehört für mich gerade innerhalb der EU dazu, dass wir uns als sogenannte Energieunion deutlich stärker aufstellen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir bei Speicherkapazitäten, bei Transport von Energien, wenn man merkt, es gibt wohl einen Überschuss, vielleicht im Süden Europas, im Norden fehlt Energie, dass man da viel enger zusammenarbeitet. Ist immer lustig, dass uns ideologische Scheuklappen, also wir waren nicht für ein Verbrennerverbot, ich finde es lustig, dass man irgendwie Gendern verbieten will, ob es dafür wurde das nie eingeführt, das irgendwie machen zu wollen. Es gibt ja mehrere Säulen, wo wir irgendwie die Klimakrise angehen können. Jetzt können alle mal die Ohren aufmachen, die auch heute gar keinen Bock hatten auf diese Veranstaltung und zwischen 1. Juli 25 und dem 30. Juni 26 geboren sind. Ihr könnt euch, glaube ich, ab heute bei der EU-Kommission um Tickets für 30 Tage kostenlos durch Europa zu düsen bewerben. Macht das am besten, wenn die AfD spricht. Wäre es natürlich cool, wenn nicht nur ihr oder nicht nur die 18-Jährigen irgendwie die Chance bekommen, Tickets zu bekommen, sondern wenn jeder in Europa fahren könnte, weil es ist leider nicht Realität, dass das jeder kann, weil es einfach arschteuer ist. Ihr wisst, wie viel ein ICE nach Berlin kostet.
das brauche ich, glaube ich, auch nicht zu erzählen. Deutschland ist da ja auch nochmal in einer Sonderstellung, aber wir haben ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, regierende Parteien. Wir glauben, wir müssen was ändern beim Verkehr. Wir dürfen nicht auf generell Individualverkehr setzen, sondern wir müssen auf öffentlichen Verkehr setzen, wo wir ganz viele Leute auf einmal transportieren. Wir brauchen eine schrittweise Angleichung zum Nulltarif, dass wir alle irgendwann mal kostenlos fahren können. Das wäre eigentlich ganz cool. Wir hatten ja das 9-Euro-Ticket. Und natürlich auch bei Energie. Wir brauchen Umbau zu Solar, Windrädern. Das macht uns auch unabhängiger von anderen Ländern. Das brauche ich euch, glaube ich, auch nicht zu erzählen. Wir hätten das gerne öffentlich, vielleicht auch genossenschaftlich organisiert. Das bedeutet, dass die Leute, die im Dorf ein Windrad bekommen, auch daran profitieren können, indem sie selbst denen das Windrad selbst gehört. Und wir brauchen, ich habe es am Anfang gesagt, eine Überlegung. Wir können noch so viele coole Green Deals in der EU abschließen, wie es die CDU so schön feiert, wenn wir nicht anfangen, endlich anders zu wirtschaften und darüber nachzudenken, ob man jetzt wirklich die Bananenbrotdose braucht oder nicht. Wir müssen auch was an unserem Wirtschaftssystem ändern. Und genau, ich bin bei der Gewerkschaft, habe ich schon gesagt, wir wollen natürlich auch Gelder in die Transformation stecken und Unternehmen helfen, klimaneutral zu werden. Und die Klimaziele, die werden momentan eher verfehlt. Vielleicht erst auch nochmal zu meiner Vorrednerin, wenn wir nicht, also ich glaube, wir verfehlen sie tatsächlich. Es ist scheiße, aber ihr habt es ja in der Hand, geht wählen und dann gleich könnt ihr ja eure Tickets beantragen. Ja, da kann ich nur sagen, gut, dass es die Wirtschaft gibt, dass diese Träume hier alle verwirklicht werden können, dann wohl auf. Nichtsdestotrotz, was für uns wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Technologie, die hier sogar jetzt sehr einseitig staatlich nur mitgefördert wird, immer wieder offen bleibt, dass wir tatsächlich auf europäischer Ebene viel mehr Projekte starten sollten, um hier in die Zukunftstechnologie zu investieren. Das ist ein Markt, da können Arbeitsplätze entstehen. Wir brauchen nämlich Arbeitsplätze, um solche Fantasien tatsächlich auch finanzieren zu können. Insoweit, ich bin aus dem Forschungsbereich und ich kann wirklich nur sagen, ich würde mich freuen, wenn in dem Bereich noch wesentlich mehr auch auf europäischer Ebene passieren würde. Da würde ich mich auch immer für einsetzen, denn gute Ideen, die zum Beispiel, was vorhin die Kollegin auch sagte, die Speicherkapazitäten ermöglichen in beiden Richtungen, sowohl in CO2-Richtung als auch in Form von Energiespeichern, die können uns in Zukunft helfen, eben dann auch die Knappheiten zu überwinden, die wir eben auch überwinden müssen, einfach für eine gute und auch eine Industrie, die uns tatsächlich auch weiterbringt, die Arbeitsplätze schafft und wie gesagt auch bestimmte Fantasien dann auch befriedigen kann. Danke. Ja, ich habe bei Energiediskussionen immer so das Gefühl, wir rutschen wieder so 10 bis 15 Jahre zurück. Die Frage von Ideologie, man sollte Energiepolitik ohne Ideologie machen, das würde ich sofort unterschreiben. Und ich weiß, dass diese Spitzen vor allem gegen mich gehen oder gegen unsere Partei. Die Schwierigkeit ist, es gab leider noch nie eine nicht ideologisch betriebene Energiepolitik in Deutschland. Wir haben schon immer sehr ideologisch über Energiepolitik gestritten und das ist der Grund, warum wir immer wieder rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln, Atomkraft mal ja, mal nein, mal ja, mal nein, dann kam Fukushima, dann wollte Söder als Erster raus. Das ist das Grundproblem. Wir haben keine Kontinuität. Und das hoffe ich, dass man zwischen den demokratischen Parteien in einer Sache einig ist. Das wirklich Wichtigste für eine Wirtschaft ist Verlässlichkeit. Und wir brauchen eine verlässliche Energiepolitik, auf der wir uns konsensual einigen. Und ich bin übrigens eine Vertreterin, gerade bei der Energiepolitik ist es extrem wichtig, dass man sie Schritt für Schritt macht, dass die Menschen dabei sind. Wir werden keine Energie, wenn wir einen radikalen Wandel machen, wie ich manchmal bei den Linken es anklingen höre, dann werden wir nicht gewinnen, weil die Menschen nicht mitgehen werden. Wir müssen unseren Wohlstand bewahren, wir brauchen eine richtig starke Wirtschaftskraft und Investitionen in Klimaschutz. Und das ist kein Gegensatz, das ist am Ende eine Lösung, die man zusammen anpacken muss und kann. Und da frage ich mich immer, wenn Sie reden von, wir brauchen Speicherung, wir brauchen das. Ich war Wissenschaftsministerin, ich habe all das gesehen, das ist alles entwickelt. Es geht doch um die Frage, wie wir es anwenden, wie wir unsere Unternehmen fit machen, dass sie in diese Technologien investieren können. Über diesen Schritt müssen wir gerade reden.
Und da diskutieren wir sehr stark mit der FDP auf Bundesebene über die Frage von Schuldenbremse und wie können wir eigentlich jetzt gerade richtig investieren. Das ist im Moment die wichtigste Frage für die Energiewende. Wie kann man investieren? Denn wir können natürlich nicht in Deutschland oder in Europa alleine das Klima retten. Aber wenn wir es schaffen, wirtschaftlich stark zu sein, indem wir Klimaneutralität voranbringen, dann werden wir es weltweit schaffen. Und warum tun wir das? Nicht, weil die Klimakrise alsbald, deswegen habe ich das so reingerufen, alsbald hilft uns nichts. Wir reden über Klimaschutzziele. Das Ziel für das Verbrenneraus war übrigens kein grünes Ideologiethema, das war Frau von der Leyen, die das mit umgesetzt hat. Da möchte ich nochmal dran erinnern. Es gab einen Grund für das Verbrenneraus. Auch wenn das immer wieder gerne uns Grünen angeheftet wird. Ich hätte ja gerne die Ehre, aber wir haben leider keine Kommissionspräsidentin. Also wir müssen endlich mal eine Stabilität in der Energiepolitik haben, weil wir Klimaschutzziele haben. Und die Klimaschutzziele sind enorm ernst zu nehmen. Dass sie ernst zu nehmen sind, das sage ich spätestens, ist, glaube ich, spätestens eine Generation, die hier sitzt, deren Zukunft nicht nur, deren Freiheit davon abhängig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat dafür entschieden für 2045, weil sie gesagt haben, ansonsten ist die Freiheit der zukünftigen Generation gefährdet. Und das ist unser Auftrag. Nicht nur für uns irgendwie nachzudenken für die nächsten 5 Jahre, sondern für die nächsten 50 Jahre. Und die Menschen, die hier sitzen, die denken so weit. Und für die haben wir die Verantwortung, dass wir eine Energiepolitik machen, die klimaneutral ist und wirtschaftlich stark ist. Ich glaube, das Thema Katastrophenschutz kommt ja noch angeschnitten. Ich möchte den Ball deswegen noch mal ein bisschen anders aufzäumen. Ob wir Klimaschutz brauchen oder nicht brauchen, diese Frage stellt sich nicht. Ich war einer der ersten Sanitäter, der aus Hessen im Ahrtal nach der Flutkatastrophe gelandet ist. Und das war das Schlimmste, was ich im Leben je erlebt habe. Und wenn man dort stand und hat sich die Wucht dieser Ereignisse angesehen und die hat einen getroffen, wie mir das noch nie in meinem Leben passiert ist, der diskutiert nicht darüber, ob wir Klimaschutz brauchen oder ob wir noch mehr einen Katastrophenschutz, das sowieso. Aber der Katastrophenschutz, wie ich als Sanitäter seinerzeit, kommt erst, wenn es schon zu spät war. Und das heißt, wir müssen jetzt was tun und Klimaschutz schützt unser Leben. Und da war das ganz eklatant deutlich zu sehen. Deswegen bin ich da ein bisschen emotional, auch wenn das vielleicht jetzt nicht der Kern der SPD ist. Aber wer verantwortlich für die Menschen hier im Land handeln möchte, der muss den Klimaschutz mitdenken. Und das ist etwas, wo wir gemeinsam investieren müssen. Und natürlich können wir sagen, ja, wir sind im Vergleich zu China klein und die Amis sind auch größer. Kann man machen und sagen, wir warten, bis die anderen anfangen. Aber in so einer Uhr gibt es auch kleine und große Zahnräder. Und wenn das Kleine sich nicht mitdreht, dann braucht sie auch kein anderes drehen. Also das Argument zählt für mich nicht. Wir müssen jetzt investieren und wir haben die Chance. Ich persönlich denke, dass wir da auch einfach eine Mischstrategie brauchen. Wir werden, ich bin auch schon als Lehrer nicht der Fan von Verboten gewesen. Ich glaube, wenn man sich vernünftig drüber unterhält, dann ist jedem ersichtlich, was Sinn macht und was nicht. Und dann ist auch klar, dass man sich nicht die ganze Zeit ins eigene Fleisch schneiden kann, wenn man das nicht mitdenkt. Wir brauchen grüne Technologien. Wir können da investieren. Wir haben da ganz viele in Hessen schon grüne Technologien, aber auch in ganz Deutschland. Ich glaube, dass wir europäisch das gemeinsam fördern müssen. Und ich denke auch, dass wenn man erstmal dran ist und sein Haus saniert und hat die Möglichkeit, eine Dämmung aufzubauen, dass es im Sommer nicht 30 Grad drin hat, sondern vielleicht nur 21, dann wird man das tun. Und wenn man dann vielleicht die Chance hat, auch vom Öl wegzukommen, dann muss man auch gucken. Ich bin auch nicht dafür, dass man jedem eine Wärmepumpe aufdrückt. Ich lebe in einem alten Fachwerkhaus, das wäre bei mir nicht gegangen. Ich habe auf Pellets gesetzt. Darüber können wir gerne streiten, welcher Weg jetzt der bessere ist. Aber dass wir uns auf den Weg machen müssen für den Klimaschutz, das sind wir verdammt nochmal euch allen schuldig. So, wie Sie auch bereits gesagt hatten, wir würden gerne noch zu Katastrophenschutz kommen, aber wer vielleicht hier den Zeitplan ein bisschen im Blick hat, dem wird schon auffallen, dass wir mindestens 20 Minuten in Verzug sind. Deswegen wird das vermutlich nichts mehr. Deswegen würde ich jetzt überleiten zu dem letzten Themengebiet, um das auch noch abschließend diskutieren zu können, und zwar die EU der Zukunft. Und da hat das Erste auch noch ein bisschen mit Klimaschutz zu tun, und zwar in der heutigen Zeit sollte man für den Klimaschutz mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Allerdings gibt es keine einheitlichen Regelungen bezüglich der Zusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten. Ich meine, wenn man mal von hier aus durch Europa fährt, wie das Interrail, was Sie ja schon angesprochen haben, dann merkt man, da gibt es wirklich Unterschiede, wie gut das ausgebaut ist, wie gut das mit den Anschlüssen funktioniert. Wie wollen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb Europa einheitlich fördern und attraktiver machen?
Ja, tatsächlich war es ja europäische Entscheidung in den 90er Jahren, irgendwie die Liberalisierung des Verkehrs. Ich glaube, es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, das vielleicht zu beenden und den Verkehr in öffentliche Hand zu übernehmen. Ich habe es jetzt schon öfters gesagt, also öffentliche Infrastruktur gehört in öffentliche Hand. Dazu gehört auch die Bus und Bahn. Und da stehen wir auch für. Das wäre vielleicht ein Ansatz. Und natürlich brauchen wir Investitionsprogramme. Also nicht vielleicht müssen wir einfach mal aufhören, irgendwie die Autolobby zu subventionieren, sondern wir subventionieren Bus und Bahn. Es gibt einen Zusammenschluss. Wir fahren zusammen von Verdi und Fridays for Future. Ich glaube, wir brauchen über 20 Milliarden Euro, um hier das Bahnnetz zu bringen. Aber ich glaube, das ist auch unter anderem Bundespolitik tatsächlich, da auch mit zu investieren. Und da kann Europa auf jeden Fall Gelder ausstellen. Genau. Kurz, ne? Also ich finde, das Ziel dieser Frage, dass wir öffentlichen Verkehr auch EU-weit, europaweit fördern sollten, das finde ich komplett richtig. Ich bin auch der Meinung, dass es einige Strecken gibt, wo es deutlich sinnvoller ist, schlicht statt mit dem Flugzeug individuell zu fahren. Da gibt es gute Zugverbindungen. Konkret fordere ich dazu, wird auch bald, kann man das auch überall nachlesen, auf meinem Facebook- oder Instagram-Account. Wir sollten definitiv zentrale Strecken nach Paris, nach Warschau, sollte mit dem Zug erreichbar sein. Und da sollten wir auch innerhalb Brüssels oder von der EU-Ebene her also das vorantreiben. Ich glaube, es sind uns Grenzen hinsichtlich der Kompetenz und Zuständigkeit gesetzt. Aber das wurde gerade schon richtig gesagt. Man kann das auf jeden Fall deutlich mehr forcieren. Und das sollte man auch machen. Wofür ich nicht bin und mich wirklich stark also abgrenzen möchte, ist, dass man allen Menschen vorschreibt, mit welchem Verkehrsmittel, also dass sie alle nur noch mit der Bahn fahren dürfen. Ich glaube, wir sollten uns immer dicht an den Menschen aufhalten, dass das Leben praktisch auch funktioniert. Und ich glaube, da sollte man weniger mit Vorschriften als mit Anreizsetzung arbeiten, mit hoher Geschwindigkeit. Ja, dann mache ich einfach weiter. Ich persönlich komme ja aus einem süßen kleinen Dorf am Rande dieses Landkreises. Der Bus, der da fährt, ist der Schulbus und ansonsten mein Auto, was da regelmäßig raus muss. Ich habe mich für einen Hybriden entschieden, weil ich mit der E-Technologie noch nicht so weit bin, aber auf jeden Fall keinen reinen Verbrenner wollte. Das war meine freie Entscheidung und wer ein bisschen drüber nachdenkt, der wird sicherlich auch eine verantwortungsvolle Entscheidung treiben. Hier geht es gar nicht um Verbote, hier geht es darum, den Menschen das auch möglich zu machen. Ich würde auch gerne mit dem Bus hierher fahren, das heißt, wir müssen uns insgesamt eine Strategie überlegen, wie wir auch so kleine süße Dörfer wie Mainz anbinden, damit der Sack auch nach Marburg fahren kann, ohne selber zu lenken. Das bin ich gerne dafür. Ich glaube, das ist was, was wir nur gesamteuropäisch denken können. Es gibt einige Bahnstrecken, wo man sicherlich häufiger frequentieren fahren muss. Ich persönlich habe panische Flugangst, deswegen bin ich sowieso nicht dafür, dass man innerhalb Deutschlands fliegen muss. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht nötig. Da kann man so viel Zeit für einen Zug mitnehmen. Da hätten wir schon mal einiges gewonnen, nach meinem Dafürhalten. Aber ich will ja nicht meine Flugangst zum Verbot für alle machen. Aber das ist nicht notwendig. Da kann man auf die Schiene setzen. Wir müssen mehr auf die Schiene setzen, vor allem den Güterverkehr, finde ich. Dann haben wir auch einen Haufen Platz, was Lastwagen etc. anbelangt. Das ist ein großer Punkt, den wir gesamteuropäisch angehen müssen. Wenn wir es schaffen, den Güterverkehr gesamteuropäisch zu denken, dann haben wir schon ein ganz, ganz großes Plus auf der Straße weg. Und das wird natürlich auch der Fall sein. Und ich glaube, es geht. Ich bin ja auch bei Frau Becker, die Privatisierung der Bahn, und jetzt bin ich Bahnerkind, mein Papa war Schaffner, war ein Riesenfehler. Den werden wir nur nicht wieder rückgängig machen können. Das wird nicht funktionieren. Aber wir müssen da mehr steuernd eingreifen. Ich bin dafür, dass Schülerinnen und Schüler bis zu einem gewissen Alter frei fahren können. Und wenn man da eine gewisse Qualität hat, dann wird man auch weiterfahren. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Deswegen ist auch das Ticket, das wir jetzt haben, eine wichtige oder wichtiger Baustein. Wie gesagt, ich bin auch dafür, Anreize zu schaffen, es euch und mir so leicht wie möglich zu machen, auf so ein Verkehrsmittel umzusteigen. Dann steigen wir schon alleine um, weil wir alle, so wie ich, saubequem sind. Ja.
Also es gibt, glaube ich, auf diese Frage keine einfache Antwort. Ich finde es falsch, zum Beispiel zu sagen, wir wollen einen kostenlosen ÖPNV in allen Städten, weil das wird am Ende dazu führen, dass wir weniger Geld haben, um die Strecken auszubauen. Und dann haben wir das Problem, dass in ländlichen Räumen eben der Schulbus fährt und danach nichts mehr. Am Ende müssen wir es tatsächlich so schaffen, dass es möglichst attraktiv wird. Und ich bin auch der Meinung, es bleibt am Ende ein Mix aus allem. Und das Beste ist, man fährt sozusagen, hat entweder die Möglichkeit, mit einem attraktiven Bus zu einer Bahnstation zu kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass es eher irgendwie das Auto sein wird, was mich zum nächsten Bahnstation bringen wird, wo man dann bequem einsteigen kann, seine Zeitung lesen, sein Buch lesen, seine Podcast hören und zur Arbeit kommt. Aber am Ende ist die Bahnstrecke, muss attraktiver werden. Die Realität im Moment für alle, die Bahn fahren, ich fahre auch im Moment viel Bahn, ist ja überfüllte Züge. Baustrecken, unpünktliche Züge. Warum ist es so? Ehrlicherweise, weil eine ganze Menge Fehler gemacht worden sind, weil eine ganze lange Zeit nicht investiert worden ist. Deswegen gehört zur ehrlichen Antwort dazu, es gibt da gar keine einfache Antwort. Wir müssen sukzessive ständig investieren und diese ganzen Baustellen, die wir jetzt haben, aushalten. Nur dann schaffen wir es am Ende, wirklich eine Mobilität der Zukunft zu schaffen. Und da würde man gerne irgendwie so eine Fee haben, wo man sich wünschen könnte, jetzt mach mal, ist einfach attraktiv. Das wird man einfach nicht finden. Und deswegen gehört es, glaube ich, dazu, dass wir alle so ein bisschen Geduld miteinander haben müssen und vor allem jetzt nicht in dem Frust aufgeben, sondern wirklich weitermachen, weil am Ende ist es die Freiheit zu entscheiden, wie kommt man am leichtesten hin. Und da bin ich ganz bei meinem Kollegen von der SPD. Wenn es so bequem ist, das zu nutzen, dann mache ich es, aber nicht, wenn ich doppelt so lange brauche. Und das muss sozusagen besser werden. Die Bahnalternative, das Fahrrad, das Carsharing-Auto muss attraktiver werden. Dann schaffen wir auch eine Mobilität für diejenigen, die sich aussuchen können. Und im ländlichen Raum wird man wahrscheinlich immer aufs Auto auch angewiesen sein. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, ich kann gewissen Argumenten natürlich nur zustimmen. Ich bin auch viel unterwegs. Wir reden ja eigentlich über die Zukunft in Europa. Das ist jetzt wieder hier auf den ländlichen Raum verlagert worden. Die Debatte, die kennen wir auch alle. Und es ist auch sicherlich hochproblematisch, dass Ballungsgebiete super ausgestattet sind. Da kann man wirklich das Auto oder was auch immer in der Ecke stehen lassen. Da kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich bewegen. Zug ist tatsächlich im Moment häufig keine Alternative. Da könnte ich vieles erzählen. Und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass auch der Flieger auch innerhalb Deutschlands teilweise tatsächlich im Moment noch eine Alternative zur Bahn ist und in der Hoffnung, dass wir andere Treibstoffe dort entwickeln. Ich setze immer auf Forschung und Wissenschaft. Und da wir von der Zukunft Europas reden, müssen wir auch über fahrerloses und führerloses Fahren sprechen. KI ist hier ein ganz großes Thema. Das wird in dem Zusammenhang mit Sicherheit in Zukunft eine große Rolle spielen. Wir können vielleicht irgendwann in Zukunft mal über Lufttaxis sprechen, wo der ländliche Raum dann vielleicht auch ganz anders mit bedient werden muss. Und das muss eben über die Masse dann eben entsprechend auch für jeden bezahlbar sein. Also vielleicht ist der Weg, jetzt auch zum Beispiel die Bahn in jeder Hinsicht dazu letztendlich auf den neuesten Stand zu bringen, nur dann sinnvoll, wenn wir wirklich auch führerloses Fahren dabei haben. Denn uns fehlen ja auch, wenn wir die Busse haben, fehlen uns ja die Fahrer. Das ist ja unser Problem. Und insoweit also müssen wir wirklich KI in Zukunft einen großen Stellenwert einräumen. Und das ist hier bei so vielen jungen Menschen natürlich ganz besonders die Aufgabe, da voranzuschreiten und Wege zu finden, wo wir Mobilität mit KI verbinden, innerhalb Europas, gerade die großen Strecken überwinden. Und dann können wir auch andere Dinge lassen und diese Alternativen nutzen. Ja, also ich sehe das nicht so, dass unsere öffentlichen Personennahverkehrsprobleme jetzt irgendwie von der EU gelöst werden oder überhaupt Bahnprobleme. Ist natürlich wichtig und schön, wenn man auch innerhalb Europas mit der Bahn rumfahren kann. Das ist ja auch möglich und da haben auch die Bahngesellschaften allein aus wirtschaftlichen Erwägungen ein Interesse dran. Aber wir haben jetzt, glaube ich, erstmal hier andere Baustellen. Zusammenarbeit europäische, da können wir im Bereich des Güterverkehrs vielleicht drüber reden. Das hat ja auch schon wieder sich einen sicherheitspolitischen Aspekt für die Verteidigung dann. Da ist Deutschland aufgrund seiner Lage natürlich auch die wichtige logistische Drehscheibe. Aber ansonsten, wenn wir jetzt eine Summe X zur Verfügung haben und können die
in die EU geben, damit das irgendwo verteilt wird für Bahninfrastruktur. Oder wir bauen unsere Infrastruktur in Deutschland mal aus, dass man auf dem Land überhaupt die Bahn nutzen kann oder den Bus. Es ist ja vielfach angesprochen worden, dass für viele Menschen auf dem Land einfach keine Option, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Anbindung ist so schlecht und auch überhaupt die Bahninfrastruktur. Bis 2070, glaube ich, sollen die Probleme der Bahn gelöst sein, dann soll sie wieder pünktlich kommen. Also wir haben hier genug Baustellen, da müssen wir Geld reinstecken, dass das Bahnfahren auch attraktiv wird, aber ohne dabei die Autofahrer zu gängeln, ohne durch eine CO2-Bepreisung Autofahren zum Luxus zu machen, dass sich kein Mensch das mehr leisten kann. Wer Autofahren muss oder Autofahren will, der muss sich das auch noch leisten können mit einem normalen Einkommen. Um nun zu unserer letzten Frage des heutigen Tages zu kommen, um noch die Publikumsfragen offen zu lassen, machen wir einmal, inwiefern planen Sie, zwischen den politischen Lagern zu kooperieren? Und nochmal kurz, bevor Sie sich streiten, dass wir möglichst kurze Antworten lassen. Also ich würde gerne mit Frau Dorn was machen. Frau Dorn, weiß nicht. Nee, also miteinander sprechen halte ich immer für wichtig. Ich versuche das tatsächlich, also nicht immer einfach, ich versuche tatsächlich auch im Bundestag mal mit Abgeordneten im Gespräch zu kommen, die von Parteien sind, wo ich weiß, die finden die AfD richtig, richtig doof. Weil das sind natürlich auch Gespräche, nee, das ist kein Witz, das muss man auch mal machen. Das kann gewinnbringend sein, die müssen natürlich dann immer aufpassen, sonst werden die aus der Partei geschmissen. Aber ich finde, man muss miteinander irgendwie reden, gerade mit Leuten, die eine ganz andere Meinung haben. Das muss natürlich dann irgendwie respektvoll sein, das ist immer schwer. Ich hatte auf einer Veranstaltung vor ein paar Wochen mal einen, der war von der Partei, da weiß jeder, die sind auch sehr links. War ein interessantes Gespräch, wir sind beide rausgegangen und fanden beide die jeweilige Partei des anderen immer noch blöd. Aber ich versuche sowas wirklich, ich halte das für wichtig und auch spannend. Also ich denke, dass ich, die ich die FDP vertrete, natürlich auch immer bereit bin, mit fast allen zu kooperieren, die erstmal demokratische Ansätze und auf dem sozusagen Boden des Grundgesetzes agieren. Ich finde, jeder kann Argumente vorbringen und man sollte auch darüber diskutieren. Aber es müssten einfach bestimmte Grundvoraussetzungen des freiheitlich-demokratischen einfach klar sein. Und insoweit ist man immer offen. Politik ist immer sehr vielschichtig und auch einer Fluktuation unterzogen. Insoweit, es muss immer möglich sein, sozusagen den Wählerwillen umzusetzen, wo es nur geht. Aber wie gesagt, wir haben immerhin ein Grundgesetz, auf dem wir alle hier auch agieren. Und das wäre erstmal die wichtigste Devise, wie ich dann mit entsprechenden Parteien agiere. Ich habe mit allen demokratischen Parteien guten Austausch. Ich habe tatsächlich in allen demokratischen Parteien auch echte Freunde, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Also was heißt regelmäßig, immer wieder treffe und wir uns schön, hitzig auch mal über das eine oder andere diskutieren. Und ich bin tatsächlich ganz häufig der Meinung, dass eine andere Position total einen ganz richtigen Aspekt hat. Also ich lerne daraus immer und mache das sehr, sehr gerne. Ich halte Sie übrigens nicht für doof, ich glaube sogar, Sie sind klug. Aber ich glaube, Sie sind extrem gefährlich als Partei. Und das glaube ich nicht nur, da bin ich sehr sicher, weil Sie in Teilen rechtsextrem sind, weil Landesverbände von Ihnen rechtsextrem sind, weil Sie ein Verdachtsfall im Moment sind und das im Moment ja auch gerichtlich überprüft wird. Und deswegen würde ich meine Kooperation mit einer Partei wie Ihnen und auch meine Gespräche mit Ihnen, da ist bei mir die Grenze, da kann ich mich mit Ihnen auf einem Podium sozusagen gerne austauschen und ordentlich diskutieren und auch hart in der Sache diskutieren, aber eine Kooperation, ein gemeinsames demokratisches Ansehen, wir haben gemeinsame Anträge im Parlament, aber mit der AfD ist für mich die Grenze, weil das der Punkt ist, wo es anfängt, wirklich gefährlich zu werden für unsere Demokratie. Wenn wir anfangen, schleichend mit denjenigen, die eigentlich unsere Demokratie aushöhlen wollen, Kooperation zu machen, dann gewöhnt man sich langsam. Langsame Gewöhnung bedeutet Akzeptanz. Und für mich ist das eine Lehre aus der Geschichte, dass es Grenzen gibt, nämlich da, wo es nicht um unterschiedliche Meinungen geht, sondern um unterschiedliche Positionen zu unserem Rechtsstaat.
Ja, also dass man immer mit jedem auch reden können muss, das denke ich ist Teil der Politik und deswegen sitzen wir hier und tauschen uns aus. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass wer Europa denkt, darf keine Grenzen sehen. Es gibt aber in der Zusammenarbeit durchaus Grenzen, nämlich wenn eine Partei sich diametral von allen anderen Parteien unterscheidet. Und ich kann für die SPD sagen, und da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, auch wenn ich nicht der Parteivorsitzende bin, dass für die SPD eine Zusammenarbeit mit der AfD auf keinen Fall in Frage kommt. Das ist Fakt. Das liegt am Verhältnis zu Europa. Wir reden ja über Europa, da gibt es sehr große Unterschiede. Und auch wenn das nicht im Parteiprogramm steht, der Kollege hat hier vorgeschlagen zu googeln, dann werden Sie googeln, dass im AfD-Umfeld sehr viele vom Dexit sprechen, ob das jetzt im Programm steht oder nicht. Aber auch Parteivorsitzende haben eine gewisse Richtlinienkompetenz da drin. Das muss man sich bedenken. Es geht um das Verhältnis zur Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit und auch zur deutschen Geschichte. Und da bin ich als Geschichtslehrer und als Rallye-Lehrer nochmal doppelt einig und als Sozialdemokrat sowieso. Das kommt für mich nicht in Frage. Alle demokratischen Parteien sollten darüber hinaus miteinander sprechen für ein gemeinsames Europa und vor allem für eure Zukunft. Ja, wir sind eine grundlegende antifaschistische Partei. Das heißt, wir sprechen nicht mit Faschos und wir machen auch keine gemeinsame Sache. Das heißt, alles rechts von der CDU besprechen wir nicht und machen auch keine gemeinsamen Dinge. Und auch die CDU finden wir auch nicht ganz so geil, obwohl ich auch sagen würde, im Kreisparlament sagt man sich auf jeden Fall auch mal Hallo. So ist es jetzt nicht. Ich möchte aber vielleicht kurz, weil ihr, also nicht despektierlich gemeint, ihr seid ja alle Landespolitiker, aber Europapolitik funktioniert ja ein bisschen anders. Also in Europa gibt es ja nicht irgendwie klassisch Regierung und Opposition, sondern das Parlament agiert ja selbst. Deswegen ist Europa auch so geil und so spannend, weil man da eigentlich auch als Linke relativ viel umsetzen kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass es da auch, ich weiß es, auf jeden Fall von CDU und ich war auch letztens in Brüssel bei einer SPD-Abgeordneten, es gibt da so Rechtspopulisten und es gibt Rechtsextreme, die AfD ist in diesem rechtsextremen Zusammenschluss. So, ich weiß auf jeden Fall, dass es da Gespräche gibt unter den Abgeordneten, die das auch sagen. Aber das ist, glaube ich, auch der, also unter anderem auch der Dynamik des Europaparlaments geschuldet. Wir machen das nicht. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich muss da nichts begründen. Wir haben den Zweiten Weltkrieg Gott sei Dank nicht erlebt, aber es gibt noch Überlebende. Ich glaube, wir waren alle mal irgendwie in einem Vernichtungslager KZ. So, es gibt keine Begründung, warum Faschismus in unserem Parlament sitzt. Wir als Partei stehen ganz klar auf dem Boden des Grundgesetzes und das führt einfach auch dazu, dass ich mit demokratischen Parteien, die sich an Grundgesetze, Menschenrechte halten, selbstverständlich spreche. Diejenigen, die das nicht tun, die sich rechts außen befinden, von denen halte ich Abstand und gibt es auf politischer Ebene auch keine Gespräche. Das gilt sowohl auf europäischer Ebene als auch bei uns im Stadtparlament in Frankfurt am Main. Eine letzte Angelegenheit noch in unser aller Sache. Am 9.6. ist ein Sonntag, ist Europawahl. Bitte geht wählen. Sucht euch aus, wem ihr eure Stimme geht. Überlegt es gut. Und ihr könnt auch, wenn ihr an dem Tag verhindert seid, Briefwahl ist auch eine Option. Wie gesagt, am 9.6. wählen. Dankeschön.